Hallo, liebe Aufrufer. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine große Kunst und heute ist hier eine kleine Postarbeit. Ich habe einen Brief an Eric Cantona geschrieben und habe ihm, da ich ja im Geiste solidarisch bin, auch nochmal erklärt, dass es strafbewehrt ist, wenn man zu Straftaten auffordert. Also man soll nicht zu Straftaten auffordern, weil das nicht erlaubt ist. Deshalb habe ich auch jetzt einen Posttag eingelegt hier bei der Lichtgeschwindigkeit und habe verschiedene Briefe zu erledigen und möchte dann auch noch einen guten Vorschlag machen, nämlich es sieht so aus, als wenn die WikiLeaks Homepage behindert wird, nicht zugänglich ist oder teilweise nicht zugänglich ist, die wikileaks.org, die bei Amazon gehostet war, ist wohl blockiert worden. Ich habe hier verschiedene Sachen dazu und möchte mal der Reihe nach das durchgehen. Und zwar habe ich hier einen Brief von Alex der Trottel von der Piratenpartei, Dr. Dietmar Möws, Berlin, Lichtgeschwindigkeit. Da geht es um Umfrage zur Zufriedenheit im Landesverband Berlin. Ich habe, das sind mehrere Bögen, ich habe das nicht hingeschickt, weil ich weiß, wer das bei der Piratenpartei empfängt. Die Piratenpartei in Berlin hat zurzeit keinen vernünftigen Menschen, der diese Umfragen auswerten könnte. Insofern nehme ich daran nicht teil, denn ich möchte nicht von denen in eine Schublade gepackt werden, in die überhaupt nur Fehlinterpretationen landen. Ich möchte aber Folgendes sagen, als Verbesserungsvorschlag, ich habe ja schon Piratenpartei erste Kritik vor geraumer Zeit gepostet, ich möchte mal einen zweiten Kritikpunkt sagen. Ich halte es für einen großen Gewinn der Intelligenz in der Öffentlichkeit, dass man anonym im Internet an Blogs teilnehmen kann. Nur dann trauen sich Leute, die nicht gut schreiben können, die in der Rechtschreibung nicht sicher sind oder die aus Verwertungsbedenken heraus Angst haben, ihre Meinung zu sagen oder so oder irgendwas nicht für verrückt gehalten zu werden oder so, da wirklich die Sau rauslassen können, wirklich sagen können, was ihnen auf der Seele hängt und so weiter, nur unter der Bedingung, dass das anonym ist und dass es nicht zensiert wird, kommen diese Gedanken und Impulse überhaupt zutage und sie dienen damit auch der Allgemeinheit, ohne dass Einzelne dadurch Nachteile haben. Das vertrete ich voll und ganz und bin also deshalb auch für unzensierte Blogs. Genauso gibt es aber auch kultivierte Blogs, zensierte Blogs und so weiter, bis hin zu den öffentlich-rechtlichen Fragen des Presserechts und so weiter. Und da möchte ich allerdings sagen, jetzt mit dem Schritt auf die Piratenpartei, es ist nicht möglich, dass Piraten nur mit einem Nickname oder mit einem Avatar oder was immer sie sich denken, hinter dem sie ihre reale Person verbergen wollen, sie als Parteimitglied in der Piratenpartei letztlich demokratisch nach dem Parteienrecht mitwirken können. Das funktioniert nicht. Das heißt, alles, was man anonym oder sonst wie ausdiskutiert, das mag alles sein, aber in dem Moment, wo es in der Partei um die Sache geht, um Entscheidungen, da muss man sich mit seinem vollen Namen und mit seiner vollen Existenz hinstellen. Das ist jetzt auch eine ganz konkrete Kritik, die ich an die Vorstände wende, besonders auch in den Bundesvorständen, der Vorsitzende. Keiner weiß genau, was der für einen Berufsstatus hat, der Schatzmeister gibt nicht genaue Auskunft darüber und so weiter und so fort. Ich will gar nicht jetzt einzelne Personen angreifen, ich will nur sagen, die Tatsache, dass man nicht anonym in der Piratenpartei tätig sein kann, darüber muss diskutiert werden, aber das gibt gar keinen Zweifel darüber. Das wollte ich mal hier sagen, ich beantworte das also nicht, aber diesmal so viel. Und dann habe ich hier noch einen Brief Commodore, Bjarne Straustrup. Aha, er wünscht sich Men at Work. I said, do you speak in my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich from down under. Ja, das kann ich kurz vormachen. Sitting on a bright outcome, babe. Happy trail.
a land down under. Women glow when men chunder. A-Moll, A-Dur, A-Moll. Und dann im Refrain G-Dur, A-Dur, G-Dur. Ja, From Down Under, Herr Commodore. Ja, dann habe ich hier noch einen Brief, WikiLeaks, Amazon. Es ist klar, dass WikiLeaks nicht über die Rechte an den vertraulichen Dokumenten, also das ist das, was Amazon behauptet hat in den Medien, und angesichts von mehr als 250.000 US-Diplomaten, Depeschen sei nicht gesichert, dass Unschuldige ausreichend geschützt seien. Also Amazon hat WikiLeaks gesperrt und unterstellt, aber etwas, was gar nicht die Tatsache ist, denn zwar hat WikiLeaks nicht die Rechte an vertraulichen Dokumenten, aber es sind solche Dokumente ja gar nicht bei WikiLeaks. Da sollte sich Amazon mal an die New York Times wenden oder an den Spiegel. Aber egal, sie haben es gesperrt, nämlich seit Freitagmorgen ist auch die gewohnte Internetadresse WikiLeaks.org nicht mehr zu erreichen, veranlasst durch den US-Dienstleister EveryDNS. Derzeit ist WikiLeaks unter anderem aber über die Schweizer Adresse wikileaks.ch zu erreichen, eine offizielle Ausweichadresse, die auf die Piratenpartei der Schweiz registriert ist. Auch wikileaks.de funktioniert. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sucht auch die französische Regierung derzeit nach Wegen, WikiLeaks aus dem eigenen Land zu vertreiben. Industrieminister Eric Besson habe an Ministerialbeamte einen Brief geschrieben, in dem unter anderem folgende Aufforderung zu lesen sei. Ich bitte Sie, mir so bald wie möglich mitzuteilen, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben, damit diese Internetseite nicht mehr in Frankreich gehostet wird. Die Situation sei nicht akzeptabel. Eine Seite, die Geheimnisse diplomatischer Beziehungen verletzt und Menschen in Gefahr bringt, dürfe nicht auf einem Server in Frankreich beheimatet sein. Also die Internetaktivisten verteidigen die Freiheit im Netz. Sie verteidigen auch WikiLeaks und sie verteidigen auch Julian Assange. Ich solidarisiere mich auch damit. Eine Kopie von WikiLeaks liegt derzeit auch auf den Servern des französischen Unternehmens OVH nach der Verbannung durch Amazon. So, und der Julian Assange hat sich aber gemeldet in England bei der Presse und hat dann auch gesagt, er fordert Frau Hillary Clinton zum Rücktritt auf, denn sie hat ihre Aufgaben vernachlässigt und hat zu Straftaten aufgefordert. Und Frau Clinton wiederum hat aber die diplomatischen Dienste ausdrücklich gelobt und gleichzeitig wurden ganz gravierende Veränderungen instruiert von Frau Clinton. Mit anderen Worten, das Lob ist natürlich Unfug, sonst hätte sie nichts zu verändern brauchen. Und es ist wohl so, dass der Julian Assange wirklich auch Geheimdokumente, streng Geheimdokumente hat, von denen bislang noch gar nicht die Rede war. Also die sollen sich hüten, den nicht zu sehr zu jagen, denn es geht doch letztlich hier um die Freiheit, die Menschenrechte und die Bürgerrechte und das Rechtsstaatliche. Und insofern ist der Computer nicht ein einseitiges Vehikel von Microsoft oder vom State Department in Amerika. Und jetzt habe ich noch etwas zu sagen. Deshalb die Solidarisierung, die jetzt hier gegen WikiLeaks von Amazon und Freunden betrieben wird, ich gerne umdrehen möchte und möchte sagen, also wir können jetzt Amazon, das ist wirklich der Laden, bei dem wir Bücher bestellen im Internet, wir können jetzt wirklich aus Solidarität mit WikiLeaks bei Amazon ein Buch bestellen. Ich schlage mal vor hier, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Hasek. Und zitiere hier aus einem Melodram von mir, das aufgeführt worden ist, 1985 Die Hunde und 1992 aufgeführt worden ist und so weiter. Und da zitiere ich mal den Schweig in der Rolle des Schweigs. Er sagt nämlich, der Schweig: Mich interessieren überhaupt keine Dummköpfe. Jesus Christus war auch unschuldig und sie haben ihn auch gekreuzigt. Nirgendwo ist jemals jemandem etwas an einem unschuldigen Menschen gelegen gewesen. Maul halten und weiter dienen, wie man uns beim Militär gesagt hat.
Das ist das Beste und Schönste. Sittlichkeit mag ja gut sein. Natürlichkeit ist aber auch gut. Der Woditschka kannte einen gewissen Juraj da, der was Koch war beim Herrn Militärarzt. Und als die Truppe einen zerstörten Rotkreuzzug passierte, fragte er ihn, darf man denn auf Waggons vom Roten Kreuz schießen? Und der antwortet, man darf nicht, aber man kann. Es gibt überhaupt viele Sachen auf der Welt, was man nicht machen darf, aber machen kann. Und er fügte hinzu, Hauptsache ist, dass jeder probiert, ob es ihm gelingt. Und wenn er es nicht darf, ob er es kann. So viel zu der Frage, ob man bei Amazon ein Buch bestellen kann, zum Beispiel den Schweg, und das Buch kommt dann aber nicht an und man verlangt dann von Amazon die Zurückzahlung der Vorabbuchung, die ja Amazon immer ganz fesch vornimmt. Wenn das einmal passiert, ist das Routine. Aber wenn das jetzt alle in Solidarität mit WikiLeaks und der Internetgemeinde machen, dann hat Amazon sozusagen einen Ausgleich dafür, dass sie sich zu Unrecht der Internetfreiheit vergriffen haben. So, das war jetzt mein Vorschlag hier, so viel zur Güte.